Howdy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit dem Krian. Hallo Yogi und Hallo. Würmer. Wir sind nicht alle zusammen, das heißt, der andere ist sehr, sehr weit weg. Hier sind drei nebeneinander, drei Gens. Okay, dann komme ich An mal mit in der deine Richtung. Schafottstelle da. Schau doch beim Krian rein, Krian hat eine andere Folge als ich heute. Ah, ein Doktor. Doktor. Also, da gibt es Dinge zu sehen, die es hier nicht zu sehen gibt. Also, wir haben den Gen, dann oben den auf dem Schafott und rechts hinten in der Ecke ist noch ein Gen. Das sind aktuell die drei am nächsten zusammenstehenden. Dann sollte man den in der Ecke wahrscheinlich erstmal nicht anfassen. Korrekt. Wir werden ja gleich sehen, wo die nächsten drei Gens zusammenstehen. Könnte jetzt die drei Kombinationen jetzt oben dem auf dem Saloon sein. Er wirkt relativ nah. Wir werden es gleich sehen. Nein, tatsächlich nicht. Saloon und hinten in der Ecke. Fehlercheckpalette ist weg. Ich würde jetzt hier erstmal ein Totem wegmachen. Ja, also ich würde auch den oben auf dem Saloon stehen lassen, weil der ist für jeden Killer scheiße. Ja, gerade auf den Doktor. Ich meine, er muss hoch, um uns so zu kitzeln. Kein Ruin, by the way. Oh nö, jetzt wird ja, er... Ja, also Killercheck-Palette ist weg. Wurde direkt geschmissen von dem Random. Ja, hier wird auch gerade irgendwie... Wurde gerade wer kurz gejagt um mich rum oder getragen. Oh, er ist im Keller, kann das sein? Ja. Oh, hat mich natürlich direkt angewarnt sind. Ja gut. Gegen den Doktor halt direkt da verstecken zu wollen, bringt nichts. Ja, ich hab da gerade einen Totem zerstört, das war etwas... Kaputt. Hinten. Heute tritt die andere Tür kaputt. Eine weitere Tür kaputt, ja. Läuft durch den Saloon nach oben. Kann ich so nicht retten gehen. Macht oben eine Tür kaputt. Voll bringt einen in den Keller und macht erstmal alles kaputt. Ja, ich gehe jetzt trotzdem retten, weil Phase 2 ist da. Macht unten eine weitere Tür kaputt. Geht jetzt weg von der Sting. Okay, ich gehe mal in den Keller und... Einer macht halt gar nichts. Der Richter steht hier drumrum. Macht gar nichts. Komm her, du halbnacktes Weib. So, ich habe einen Hit getankt. Er tunnelt sie. Gut, vielleicht hat sie... Sie hat keinen DS. Hat sie echt die Palette da hinten auch gedroppt? Wir haben jetzt übrigens den 3-Gen, den ich erwartet habe. Sehr gut, mit, sehr gut. Saloon, Ding und hinten in der Ecke. Schafott meinst du mit Ding? Ja, genau. Saloon, Schafott und hinten in der Ecke. Ist der aktuelle 3-Gen. Ja, sie ist wieder im Keller, würde ich mal sagen. Schön. Ich glaube, er hat Barbecue. Jagt er dich? Er ist auf jeden Fall da, wo ich bin, und jetzt jagt er mich natürlich auch. Dann gehe ich holen. Nur falls halt einen Hit tanken. Auf, komm, lass uns hier rausgehen. Ich gehe vor, um Hit zu tanken. Er tritt jetzt hier erstmal eine Tür ein. Bleib stehen. Tür hat er getreten, nicht Chen. Jetzt gleich, ja, jetzt ist er da, wo der Chen geblockt ist. Lässt er mich erstmal aufschreien. Okay, weißt du was, hier, nimm das Medkit selbst. Jetzt will sie sich erst nochmal entverrückten hier. Immer noch 3 Gen, Schafott. Saloon und Ecke. Okay. So, du kriegst mich, glaube ich, nicht bis zum Keller, wenn du mich jetzt tragen willst. Nee, du hängst mich auch direkt hier hin auf. Verdammt, habe ich nicht aufgepasst. Einer sitzt am Schafott, einer im Saloon. Ich bin Schafott. Er geht Richtung Saloon, okay. Ja, ich glaube aber tatsächlich zu der Person, die da eben sich noch geheilt hat, also die... Ja.
Oh, du heilst mich nicht direkt, okay? Er läuft durch den Saloon. Naja, dann gehe ich jetzt erstmal hinten in die Ecke. Kleine Heilung. Ah, Felix ist dabei. Felix, komm, heil mich mal eine Runde. Ja. Das sieht gerade ganz entspannt aus einem. Ja, sie wurde als Tode getunnelt. Ja, das auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach weiteren Totems. Wie viel hast du gemacht? Ich habe 2 gemacht oder 3. Hier bei dir ist noch 1. Das mache ich jetzt auch mal weg. Er ist oben an. Auf dem Saloon mit den Gen. Ich habe noch ein nagelneues Teil dabei. So, dann würde ich erstmal oben auf den Saloon gehen. Tritt den Gen bei mir. Mhm. Na gut, jetzt weiß er, wo ich bin. Yep. Interessiert sich aber nicht für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt natürlich versucht, mich wegzutunneln als nächstes. Hast du Atre? Nein, leider nicht. Aber aktuell ist er nicht hinter mir. Ich beruhige mich jetzt erstmal. Letzter Janus bei 85. Ach du mal gleich wieder auf Tab. Bezüglich Totem. Ja. Ich würde tatsächlich den am Saloon gern machen, aber. Okay, da ist nichts, da ist nichts, da. Ich sehe tatsächlich keins mehr. Ich bin an dem Tor direkt an dem Gen, den ich geploppt habe. Okay. Oh, und Kindred, das ist nice. Das ist extrem nice. Richtig gut. Er kommt halt straight zu dir. Dann gehe ich straight zum Hängenden. Ich mach auf und gehe tatsächlich hier hin und lass mich einmal hitten wegen Nomad. Wenn du ein Item hast, könntest du es da hinlegen. Ich habe kein Item, ich habe meine. Er geht zurück. Ja, er ist bei mir. Bin nicht bis zum Retten gekommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Kein Nomad diesen. Jagt er dich noch? Nein, er hat direkt aufgehört nach einem Hit. Ich gehe retten. Ich habe zwar kein BT, aber. Ich stelle mich ins Tor und heile und so, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder aus Versehen hier aus diesem Tor rauslaufe. Ich hoffe jetzt, dass der nicht so. Ich bin mein aus Versehen Gott. Rausgelaufen. Nee, aber. Der Go. Jawohl, ich habe noch eine sichere Hakenrettung bekommen. Irgendwie. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ja, der Typ ist halt so dumm, weil er rennt ohne Not halt in eine Ecke. Was? Ja. Aber warum denn nur? Weil er dumm ist. Ach so. Dann sag das doch. Weißt du, ich anhucke ihn, ich stunne den Killer. Und er läuft halt quasi am Killer vorbei, um crawl Richtung Ausgangstor, komm schon. Ich hol dir so viel Zeit raus, wie ich kann. Andere schreiten bis sie mit. Währenddessen, ganz entspannt. Er holt sich jetzt, er crawlt nicht mehr. Oh, ich habe gerade schon gedacht, er crappt dich. Kann er nicht. Crappen geht nur, wenn man verletzt ist. Ah! Ausschränken. Oder von Gens. Der andere ist gleich vollständig erholt. Und kriegt jetzt weiter Richtung Tor. Ist vollständig erholt? Ja. Ich kann nicht, ich muss mich beruhigen. Scheiße. Crawl weiter. Ich muss mich erholen. Scheiß Level 3 ist Madness. Jetzt hat er mich. Fuck.
Und ich werde halt gewonnen-hooked. Ach, dammit. Weil der Typ einfach stehen bleibt. Der hat mich gekillt. Der Typ hat mich gekillt. Weil er hinten in die Ecke rennt, statt logisch zu sein. Ich weiß auch nicht, wo die Hedge ist. Nee, habe ich auch nirgends gesehen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, fliege ich da und da hin, aber... Und er tötet sich! Jetzt kann ich nicht mal versuchen zu springen. Ich hasse Randoms. Komm schon, theoretisch dürfte ich noch, oder? Ich glaube, die wird automatisch gecheckt, ob... Noch ist er nicht tot. Er war noch nicht tot in dem Moment. Komm schon, komm schon, komm schon! Ah. Würde ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.